Okay. Sieht ein bisschen komisch aus. Also war hier wohl was dran. Ja, hallo, ich bin der Vari und ich bin hier vor der K&F Concept, einer meiner neuesten Kameras. Die nimmt einen sehr schmalen Winkel auf, deswegen hatte ich hier die jetzt eingesetzt hier am Mäusebaum und ich habe mir einen Wasserspender angefertigt. Der ist aus einem Harz gefertigt, was pflanzenbasierend und wasserwaschbar ist. Da schraubt man einfach nur die Flasche rauf, hängt die an und dann können Vögel drauf landen und trinken oder man stellt sie halt hin. Da sind hier mehrere Löcher eingebaut und wenn sich dann Wasser in der Flasche befindet, dann kann das Wasser kann ja nicht aus der Flasche rausfließen, solange oben keine Öffnung ist. Aber wenn hier unten ein spezielles Lochsystem ist, dann geht Luft rein und kommt auch Wasser heraus und füllt diese Schale immer mit Wasser. Ein bisschen aus Mitleid bei den Tieren hier, die haben ja ganz schön zu tun gehabt, zu kämpfen gehabt bei der Trockenheit und den fehlenden Regen, den alle erwartet haben, der nicht gekommen ist. Jetzt hat es wieder ein bisschen geregnet, ist schön. Ich denke mal, ich werde die jetzt mitnehmen. Wenn sich jemand für dieses Teil hier interessiert, schickt mir eine E-Mail. Klären wir dann, wie er an so ein Teil rankommt. Ich fertige die Dinge alleine an. Und ich bin jetzt gespannt, was für Aufnahmen bei der KF Concept zustande gekommen sind mit diesem Wasserspender. Ihr bestimmt auch. Und die Aufnahmen, die kommen jetzt.
Play. Oh, wir haben viele Aufnahmen. Ein Eichhörnchen, sehr schön. Das ist oft dran, das Eichhörnchen. Cool. Also das Eichhörnchen hier hatte anscheinend mächtigen Durst und war sehr oft an diesem Wasserspender dran. Gefällt mir. Ich dachte, dass vielleicht auch Igel zu sehen sind. Der Waschbär hat hier ein bisschen wieder was durcheinander gebracht, ist ja klar. So, also sind ein paar schöne Aufnahmen dabei. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zuschauen. Meine Videos kommen immer freitags um 12, wenn es keine technischen Probleme gibt. Wenn ihr abonnieren drückt, dann verpasst ihr die neuesten auch nicht. Ich wünsche euch weiterhin alles Gute, bleibt gesund, ciao. Euer Vari. So, das bleibt alles hier. Diese selbstgedruckten Sachen, die ich hier ab und zu zeige, Wasserspender zum Beispiel oder dieser Linsenhalter für die Wildkameras, die fertige ich selber an mit 3D-Harzdruckverfahren. Wenn euch das interessiert, wenn ihr sowas haben möchtet, schickt mir eine E-Mail. Ich schreibe dann, wie ihr an sowas rankommt. Die nimmt ein sehr relativ, da sind mehrere Löcher eingeartet. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim.